Meniskus-Kreuzband-Hüftprothese, das ist sein Metier. Dr. Ingo Tusk ist der Knochendoc. Er fährt mit dem Rad zur Arbeit. Jeden Morgen. Dr. Ingo Tusk, Chefarzt der Orthopädie an den Rotkreuz-Kliniken in Frankfurt am Main. Die Sprechstundenhilfen sind schon da. Morgen. Guten Morgen. Und gleich auch der erste Patient. So, Herr Koog, bitte. Florian Koog, 45 Jahre alt, Sportlehrer und Handballer. So, hallo. Florian Koog hat Arthrose in der linken Hüfte. Das zeigen die Röntgenbilder ganz eindeutig. Und Sie stehen hier oben, hier ist gar kein Spalt mehr. Gucken Sie, normal gehört hier so ein Spalt hin, der hier auch schon verschmälert ist. Aber hier ist er quasi aufgehoben. Und da laufen so Knochen auf Knochen. Und das großflächig. Und deswegen haben Sie die starken Schmerzen und die Bewegungseinschränkung. Das macht sich im Alltag deutlich bemerkbar. Beim Laufen, normalen Laufen, habe ich permanent eigentlich so einen Nadelstich in der Hüfte und phasenweise sogar wie so ein Messer in der Hüfte stecken. Und das ist sehr unangenehm. Ja. Er versucht zunächst, eine Operation zu vermeiden. Er geht zur Physiotherapie und zur Osteopathie. Doch nichts davon gibt ihm dauerhaft die alte Lebensqualität zurück. Die alltäglichen Sachen wie Schuhbinden, dass es keine Schmerzen bereitet, dass ich wieder eine Nacht genießen kann, schlafend. Dass ich vielleicht auch mal wieder wandern kann. Ja, also momentan ist quasi ein Spaziergehen nicht möglich. Also doch operieren. Aber es gibt ein Problem. Seine Knochen sind sehr groß. Eine Standardprothese wird da nicht passen. Und wir wissen, die Standardprothesen haben sehr, sehr gute Ergebnisse, wenn man einen Knochen hat, wo der eben entsprechend passt. Hat man das nicht, dann muss man eine anfertigen. Und es gibt keinen Grund, für jeden eine persönlich zu machen. Gibt es aber eine medizinische Notwendigkeit, dann zahlt sogar die gesetzliche Krankenkasse die individuell angefertigte Hüftprothese. Dr. Tusk bestellt sie in der Schweiz. Die einen, mit denen wir zusammenarbeiten, die kommen aus der Ecke, wo die ganzen Uhren hergestellt werden. Und das haben wir uns natürlich alle persönlich angeguckt und sind der Überzeugung, dass die das wirklich mit sehr viel Präzision und sehr viel Liebe machen. Es gibt ja immer unterschiedliche Aussagen über die Haltbarkeit von der Hüfte, je nach Belastung auch. Ich gehe mal davon aus, dass sie wenigstens 20 Jahre hält, hoffentlich 25. In ein paar Wochen kann operiert werden. Diese Patientin hat auch Arthrose, aber so schlimme Schmerzen in der Hüfte, dass sie gar nicht mehr zu Fuß in die Sprechstunde von Dr. Tusk kommen kann. Die Rentnerin Elfriede Wagner ist 82 Jahre alt. So, guten Tag. Na, das sieht ja nicht gut aus, ne? Nein, viel Schmerzen. Das kann ich mir vorstellen. So schlimme Fälle sieht auch der Cheforthopäde selten. So, Frau Wagner, sitzen Sie denn schon länger jetzt im Rollstuhl oder wie? Ich laufe schon längere Zeit nur wenigstens mit einem Stock. Okay. Ohne einen Stock geht es überhaupt nicht. Okay. Eine künstliche Hüfte, links, hat sie bereits. Aber jetzt macht auch die rechte nicht mehr mit. Die neuen Röntgenbilder zeigen es deutlich. Also, Frau Wagner, da ist ja wirklich auf der rechten Seite, da wo Sie die vielen Schmerzen haben, ist ja im Vergleich zu dem Bild, was ich von vorher gesehen habe, ist der Hüftkopf, hat sich innerhalb von 2 Monaten sozusagen aufgelöst. Auch sie wird um eine OP nicht herumkommen. Und das in ihrem Alter. Ob Dr. Tusk sie wieder auf die Beine bekommen kann, wird sich noch zeigen. Okay, dann sehen wir uns zur Operation. Ja. Ein Schicksal, das Elfriede Wagner mit vielen der Patienten hier im Wartesaal teilt. Koordiniert wird das Ganze von den beiden Chefsekretärinnen von Dr. Tusk und seinem Ärzteteam. Kein leichter Job für Christine Schüssler und Melanie Kennermoor. Denn jeder Patient ist anders. Wir haben Patienten, die operiert werden. Und die einen wollen es schnell haben, die anderen wollen es geplant haben im Sommer erst. Und die schnellen Termine herauszufinden ist momentan schon eine Herausforderung auch für uns, ja, weil wir nur bestimmte OP-Termine in der Woche haben. Also das heißt, wir machen 6 bis 8 OPs pro Arzt und wir sind ein bisschen beschränkt. Und Sie machen die ganze Terminierung? Ja, meine Kollegin und ich machen hier die Terminierung. Wir schauen in den Kalendern, wann OP-Termine frei sind. Man muss auch mal gucken, Hüfte und Knie, man kann nicht immer alles zusammen machen, ne?
Wir können 4 Hüften an einem Tag operieren, aber keine 4 Knie, weil die länger dauern wie die Hüft-OPs. Von daher müssen wir immer gucken. Manchmal auch OP-Anfragen stellen oben, ob wir eine andere Kapazität noch zusätzlich bekommen für Patienten. Aber ist das ein schöner Job? Machen Sie das gerne hier? Was ist so das? Ist es hier eine schöne Atmosphäre? Wie ist es hier zu arbeiten? Ja, ich finde es hier eine sehr angenehme Atmosphäre, egal ob es mit den Ärzten, auch mit meiner Kollegin. Es ist ein sehr schönes Team hier. Sehr angenehmes Arbeiten. Wie ist denn der Dr. Tusk so als Chef? Sehr nett. Lieb. So wie er auch im Fernsehen ist. Ja, doch, wir verstehen uns alle sehr gut hier. Die gute Stimmung, aber auch die Fachkompetenz in Sachen Sportmedizin führt immer wieder auch Profisportler zu Dr. Tusk. So wie die dänische Fußballspielerin Cecily Sandvej vom 1. FFC Frankfurt. Ihr großer Zeh ist gebrochen. Sieht gut aus, meint der Doc. Tut auch nicht weh, bestätigt die Sportlerin. Erstmal kann sie wieder Schuhe anziehen. Sexy Schuhe. Spezialschuhe wegen des Bruchs. Soweit alles okay und auch alles an der richtigen Stelle. Aber die Röntgenbilder zeigen, der Bruch ist immer noch da. Die Heilung eines Knochens dauert 6 Wochen, auch wenn man noch jung ist und auch wenn man Sportler ist. Früher wieder anfangen, davon rät der Arzt ab. Aber eine weitere Überprüfung vor Ende der 6 Wochen ist natürlich möglich. Wir wollen wissen, was überhaupt passiert ist. Sie erzählt uns, dass sie ihren Zeh in einem Spiel gebrochen hat. Eine Gegenspielerin hat sie am Fuß getroffen. Es passierte bei einem Spiel mit der dänischen Nationalmannschaft, wirft Dr. Tusk ein. Sehr unglücklich, dass sie jetzt auch nicht beim FFC spielen kann. Auch wenn es in einem Spiel mit der Nationalmannschaft passierte. Wie das ist, so ganz ohne Sport, fragen wir sie. Der blanke Horror, meint sie. Sehr anders als der normale Alltag. Vor allem sehr langweilig. Deswegen hoffte sie, dass Dr. Tusk sie wieder auf den Platz schicken würde. Aber so ist es für sie auch okay. Besser warten, bis alles wieder in Ordnung ist. Ungeduld ist sicher nicht der beste Ratgeber in dieser Situation. Aber für Sportler ist die körperliche Verfassung eben von großer Bedeutung. Ja, Sportler sind ganz anspruchsvoll, was ihre körperliche Leistungsfähigkeit angeht. Und von daher heben die sich sicherlich so ein bisschen vom sogenannten Normalpatienten ab. Und selbst der motivierte Breitensportler möchte also hinterher wieder, dass sein Fahrgestell im weitesten Sinne eben wieder funktioniert und seine Leistung erbringen kann. Und deswegen kommen die oft auch früher schon, wenn es nur ein bisschen zwickt, und wollen dann eben auch eine entsprechende Justierung der Knochenmuskelsituation haben, um eben wieder ihren Leistungssport treiben zu können. Teambesprechung mit den Oberärzten Andreas Kalbe und Grigorios Kumanetos. Auch in Sachen Sportler. Es geht um den Handballer Florian Kuck und seine Spezialhüfte. Am Computer kann der Sitz des Implantates genau vorherbestimmt werden. Die Schwierigkeit? Und er hat einen langen Hals auch. Ja, genau. Das ist das Problem auch. Genau. Sonst würden Sie mit der Standardprothese das Drehmoment praktisch irgendwo hier bringen. Ne? Genau. Da kommen wir hier unten. Ne? Und man muss praktisch da oben, mit dem längsten Kopf, da wäre der Winkel nicht korrekt, also da würdest du den lateralisieren. Und dann, Das wird auch operativ wahrscheinlich eine kleine Herausforderung. Das ist ein sehr großer Handballspieler. Dann Lehrer, Sportlehrer, also auch von daher, Muskelspannung. Der hat gute Muskelspannung, also da haben wir schon ein bisschen was zu tun, aber ich denke, das ist das Implantat ist genauso, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Je genauer die Ärzte vorplanen, desto reibungsloser läuft es dann. Und dann ist er da, der Tag der Operation von Florian Kuck. Sein größtes Ziel, endlich wieder schmerzfrei laufen und Sport machen können. Ob das klappt? Was geht Ihnen denn jetzt durch den Kopf so kurz vor der Operation? Gut, dass es losgeht. Ich bin da recht entspannt mit der Entscheidung, sicher, und von daher
Ja. War auch ein bisschen nervös? Es geht. Ja, also ich hätte vielleicht vorher gedacht, dass ich nervöser bin, aber... Ja, er ist wirklich sehr entspannt. In OP-Saal 1 schauen sich Dr. Tusk und sein Oberarzt Andreas Kalbe noch mal genau ihre Aufzeichnungen an. Bei einer individuellen Hüftprothese muss jeder Millimeter sitzen. Zum Glück haben die Ärzte alles genau vorgeplant. Zuerst wird die sogenannte Pfanne eingesetzt. Das ist das Keramikgenäht, das Original, das kommt jetzt rein. Dann folgt das Gegenstück, der Schaft. Beide Teile sind beschichtet. Dadurch können sich die Prothesen mit den Knochen verbinden. So sieht das aus, das extra angefertigt. Die OP verläuft sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Operation. Es war anstrengend natürlich, ja klar, bei dem gegebenen Befund. Aber das Ergebnis ist sehr, sehr gut. Ja, genau, die Beinlänge passt genau, es ist keinerlei Luxation. Das heißt also, dass es rausrutscht, ist extrem unwahrscheinlich. Und ich denke, er wird wieder an seinem Alltag, wie er es gerne möchte, teilnehmen können. Und kann er wieder Handball spielen? Naja. Also eher, ja, wahrscheinlich. Die einen haben es hinter sich, die anderen noch vor sich. So oder so, Dr. Ingo Tusk und Dr. Bernhard Mehnhardt statten allen einen Besuch bei der Visite ab. Guten Tag. So, guten Tag. So, guten Tag, die Herren. Bei ihm ist es das rechte Knie. Eine Verwechslung ist dank des Pfeils ausgeschlossen. Eine Standardmaßnahme vor OPs im Rotkreuzklinikum. Genau. Und was war das für eine Operation? Das war vor 26 Jahren. Mhm. Wurde hinten Schadknorpelabriss. Mhm. Ach ja, genau. Ich sehe zu, ich glaube, ich kann den alten Schnitt sogar nehmen. Ja, ja, das wird gehen. Mache ich ein bisschen größer und dann gehen wir außen ran. Der persönliche Eindruck ist vor einer OP unheimlich entscheidend. Das gibt den Patienten Sicherheit. Welche Seite machen wir morgen? Die linke. Wann waren Sie das letzte Mal hier? Das Oktober letztes Jahr. Ja, genau. Gut, okay. Also da ist auch alles angezeichnet. Machen wir wie besprochen. Alles klar, also ja, bis morgen. Schön. Tschüss. Bis dann. Wiedersehen, tschüss. So. So, guten Tag, die Herren. Guten Tag. Und, Herr Breuer, alles gut? Alles klar. Alles soweit im grünen Bereich? Alles im grünen Bereich. Kann ich noch einmal auf die Wunde schauen? Ich will hier nur gucken. Ah ja, das ist so eine Hose. Die sind eigentlich sehr gut hier, das orthopädisch. Nee, ist gut, das reicht mir so. Ja, ja. Ich will hier nur gucken, dass das alles weich ist. Okay, sehr schön. Arbeitet. Gut. Also, freut mich, dass das so der schöne Standarddurchlauf war. So war es geplant. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem neuen Gelenk und wir sehen uns nach einem Vierteljahr zur Kontrolle. Den nächsten Patienten, Herr Menzinger, grüß dich, kennt Dr. Tusk schon länger. Wie sieht's aus? Ah ja, gut, wir werden sehen morgen. Morgen geht's los. Wie lange hat das jetzt eigentlich wehgetan? So? 4 Jahre. Wann war der Unfall? 12/14. 12/14. 12/14. Mit dem Motorrad. Ja. Thailand. Auf welcher Insel? In Thailand, Phuket. Phuket. Ja, und 2 Monate Krankenhaus drüben. Becken gebrochen, Pfanne rausgehauen. Und das war aber primär gut operiert worden. Ist primär gut operiert worden. Aber jetzt hat sich halt sekundär sozusagen die Arthrose hat sich da reingefressen. Der ehemalige Fußballprofi Klaus Menzinger ist deshalb schon länger Patient von Dr. Tusk. Erste Stelle, erste Welle. Ja, 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 da bin ich fit und fröhlich. Ja, ja. Bis morgen. Ciao. Noch eine kommt morgen dran. Elfriede Wagner, die mit dem Rollstuhl eingeliefert wurde. Sind denn die Schmerzen jetzt ein bisschen besser geworden? Gestern hatte ich einen Tag, da hatte ich den ganzen Tag ab hier Schmerzen. Okay, dann liegt das an diesem Hüftkopf, der sich scheinbar seit Dezember hat sich dieser Hüftkopf ja aufgelöst. Ja, und Sie sind ja 2 Zentimeter kürzer. Das Problem ist, Frau Wagner, Sie sind jetzt auf beiden Seiten gleich lang. Wenn wir jetzt operieren, wird die linke Seite länger werden, weil ja die
wird die rechte Seite länger werden, weil die linke Seite ja auch ein bisschen kürzer geworden ist. Ja? Das müssen wir dann halt am Ende ausgleichen. Eine Herausforderung für den Orthopäden. Doch Dr. Tusk ist vorsichtig optimistisch. Und dann sehen wir auch zu, dass wir sie wieder aus dem Bett rauskriegen. Ne? Dann ist der gemütliche Teil mit dem immer im Rollstuhl sitzen vorbei. Ich mache nur Spaß. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn ich wieder auf zwei Füßen stehen kann. So ist es. Bringt Dr. Tusk Elfriede Wagner wieder zum schmerzfreien Laufen? Heute entscheidet es sich. Einen künstlichen Hüftknochen hat sie schon. Heute bekommt sie den dringend notwendigen zweiten. Der ist innerhalb der letzten Monate zusammengeschmolzen. Das heißt, da ist einfach hier ein Stück fehlt. Also muss eine künstliche Hüftprothese her. Normalerweise reine Routine für den orthopädischen Chirurgen. Aber es treten Probleme auf. Am Gelenk hat sich eine Schmiere gebildet. Eine Probe geht sofort ins Labor. Wäre das eine Entzündung, könnten Keime sich am Knochen festsetzen. Dr. Tusk berät sich mit seinem Oberarzt Grigorios Koumanetos. Eine zweite Meinung einholen, das ist wichtig. Doch dann, das Labor gibt Entwarnung. Eine Entzündung konnte erstmal nicht festgestellt werden. Also wird weiter operiert und die neue Hüfte wie vorgesehen eingesetzt. Ja, es war der erwartet schwierige Fall. Das wussten wir ja vorher. Warum dieser Hüftkopf eingeschmolzen war, hatten wir nicht unbedingt schon im Vorfeld genau gewusst. Wir hatten ja eine Punktion gemacht, da kam nichts raus. Jetzt haben wir gesehen, der hatte sich praktisch in Eiweißpartikel aufgelöst. Ob da jetzt eine Infektion, was Entzündliches dahinter steckt, das werden wir jetzt rausfinden. Aber wir haben die Operation so wie geplant durchgeführt und ja, haben ein sehr schönes Ergebnis für die Frau Wagner in der Hoffnung, dass jetzt die Laborergebnisse auch das erbringen, was wir uns hoffen. Sein Problem ist nicht die Hüfte, sondern das Knie. Peter Probst aus Offenbach-Bürgel. In seiner Freizeit fährt er gern Motorrad. Schnelle, laute Maschinen, das ist sein Ding. Dabei spielt das Knie noch ganz gut mit. Es quälen ihn aber Schmerzen bei anderen Tätigkeiten. Treppensteigen ist schwierig, lange Wanderungen sind schwierig. Natürlich auch shoppen gehen, das ist auch schwierig dann mit so Flohmärkten. Alles, was eben einen längeren, wo man länger läuft, hat man Probleme, wo ich mich dann doch mal hinsetzen muss irgendwann mal und muss mich dann erstmal wieder sammeln, dass ich dann wieder weitermachen kann. Auch er hat einen Termin bei Dr. Tusk, allerdings auch noch einen Patienten vor sich. Ein ungewöhnlicher Fall. So, Herr Honne, zeigen Sie mir mal Ihr Kniegelenk. Das sieht ja hier ein bisschen außergewöhnlich aus. Was war da gewesen? Eine Operation wegen der Kniescheibe, die ist rausgerutscht. Als Kind ist das immer wieder schon passiert? Ja. Okay. So ab 10, als ich 10 war. Okay. Und wann ist das operiert worden? Als ich so Anfang 20 war. Anfang 20. Okay, das ist ja so eine Umsetzung, da wird praktisch die Kniescheiben, die Tuberositas tibia, quasi da, wo die Kniescheibe unten festgewachsen ist, die Kniescheibe geht immer nach außen raus und dann versetzt man einfach diesen Knochen nach innen. Genau, so hat man es damals auch erklärt. Ganz genau. Und dann ist die Führung anders. Und wie lange sind Sie damit zurechtgekommen? Na ja, bald 40 Jahre. 40 Jahre, ist nicht schlecht, oder? Ja. Das ist ganz gut. Und jetzt die aktuellen Beschwerden sind, Sie haben gesagt, das klemmt ein in dem Gelenk. Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass von hinten sich was einklemmt. Also das ist natürlich dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Meniskus, der hier hinten quasi ausgerissen ist, immer wieder reinknackt und wieder rausgeht. Sie haben zusätzlich natürlich auch noch eine Arthrose in dem Gelenk. Ich schicke Sie jetzt mal zum Röntgen und dann gucken wir uns die Bilder zusammen an. Kurze Zeit später. Naja. Ich denke, in Ihrem Fall, wo Sie so ein eindeutiges Einklemmproblem vom Meniskus zu haben scheinen, ist das die richtige Wahl, Ihnen jetzt erstmal die kleine Lösung, das heißt eine Arthroskopie, eine Kniespiegelung. Und dann glätten wir nur diesen Meniskus, der raus und rein zu klappen scheint. Und so, dass Sie zumindest mal mittelfristig noch mal Ruhe mit dem Kniegelenk haben.
Knie reizen den Orthopäden am meisten. Aufbau und Funktionalität dieses Gelenks begeistern ihn von Jugend an und beeinflussen seinen Berufswunsch. Ich hatte mit 19 einen Kreuzbandriss. Und da bin ich damals in meiner Abi-Zeit ins Krankenhaus gekommen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja alles ziemlich spannend hier. Und ich habe es vor allem nicht verstanden, was die mit mir gemacht haben. Und da kam dann schon die erste Leidenschaft. Und ich habe gedacht, das willst du verstehen. Und ich fand es dann auch ziemlich, ziemlich gut, was sie da gemacht haben. Und dann wollte ich es einfach genauer wissen. Und so hat sich das dann entwickelt mit Medizinstudium. Und so war dann eigentlich von vornherein klar, da ich auch immer meine Sportbegeisterung hatte und ja nun mal das Kniegelenk und das Hüftgelenk, die beiden wichtigsten Gelenke für das Sporttreiben, zumindest in den meisten Sportarten, kam es dann einfach dazu, dass ich das konsequent bis zum Ende durchgetrieben habe. Dieser Bereich ist es schmerzhaft und auch. Jetzt ist Peter Probst dran, der Hobby-Motorradfahrer. Dr. Tusk merkt schnell, wegen einer Arthrose ist eine Operation schon lange überfällig. Aber die schiebt der Patient seit Jahren vor sich her, obwohl er schlimme Schmerzen hat. Das wundert den Mediziner nicht. Die Röntgenbilder zeigen Verheerendes. Knorpelglatze nennen wir das, also weg. Und Knorpel weg ist Knorpel weg und das ist nicht regeneratives Gewebe. Ich sage immer meinen Patienten, das ist wie Hirn, das wächst nicht nach. Peter Probst wird also einen sogenannten Oxford-Schlitten bekommen. Ist dann das Richtige für Sie? Wir wissen, das Kreuzband ist heile und damit und nur der innere Anteil ist kaputt, also ersetzen wir auch nur den inneren. Und das geht dann folgendermaßen. Vorsicht, man macht einen relativ kleinen Schnitt, 8 cm, lässt alles sozusagen heile an Bändern und solchen Dingen und macht nur, fräst hier quasi eine kleine Ecke in den Unterschenkel. Dann kommt hier so eine Metallplatte drauf, die wird mit ein bisschen Knochenzement hier eingebracht. Dann das hier gibt dem Ganzen seinen Namen, das ist der sogenannte Schlitten oder die Kufe. Die kommt dann hier oben rein, mit etwas, auch mit Knochenzement rein. Dann kann man das unheimlich schön ausbalancieren, dieses Kniegelenk. Und dann kommt ein für Sie passendes Meniskusteil rein. Und so sieht es dann aus. Und da sieht man, dass das ausbalanciert und sehr schön beweglich sein wird. Diese Teilprothese ist weit weniger aufwendig als ein kompletter Gelenkersatz. Peter Probst hofft, dass er damit schnell wieder auf die Beine kommt. Währenddessen auf Station. Florian Kok erholt sich langsam von seiner Hüft-OP und bekommt Besuch von Alexandra Guschke, der Physiotherapeutin. Morgen. Wie geht's Ihnen denn? Ja, soweit eigentlich ganz gut. Also gestern Morgen war ja quasi der erste Tag nach der OP und da hatte ich den Befehl, ich sollte mich an die Bettkante setzen. Ja. Das war ein bisschen mühsam. Also ich hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, auch mal vom Kopf her, aber auch so vom Ziehschmerz hier bei der Hüfte. Die Physiotherapeutin kennt das und empfiehlt, nicht das Bein nach außen zu drehen. Wenn Sie sitzen, möglichst gerade zu sitzen. Und das Bein sollten Sie auch erstmal nicht überschlagen. Komplett belasten. Genau, ist erlaubt. Sie dürfen belasten. Allerdings ist es dennoch wichtig, mit den Armen etwas mehr zu entlasten, damit das Gangbild einfach schön harmonisch wird. Doch Florian Kok läuft sogar schon. Die Therapeutin ist überrascht. Raus auf den Flur. Dafür wäre es eigentlich viel zu früh. Wie ist es denn beim Belasten momentan? Geht schon. Okay. Dann darf Florian Kok sogar an die Krücken. Man merkt, dass der Mann ein Sportler ist. Sie sind auf dem Stand von einem Patienten, der schon vor einer Woche operiert wurde. Okay. Genau. Geht's am Wochenende heim? Ja, vielleicht. Gerne. Das müsste der Chefarzt entscheiden. Doch erstmal gilt es, auch eine andere Patientin wieder auf die Beine zu bringen. Die hüftoperierte Elfriede Wagner. Guten Morgen. Grüße Sie. Guten Morgen, Frau Wagner. Guten Morgen. Schön, Sie zu sehen. Für das erste Mal würde ich gerne die Bettdecke wegnehmen und Ihnen schon mal eine Übung zeigen wollen. Gerne. Okay? So. Und dann machen wir Sandra erstmal ein bisschen rüber. So. Schön. Sie können die Beine wie im vom Sommerurlaub. Ja. Schön braun. Ja, da hat die Sonne gut gestrahlt. Die erste Übung ist super einfach. Einfach die Füße hoch und runter bewegen. Also? Genau. Schauen Sie, ich kann es auch alleine. Ja, sehr gut. Das dürfen Sie gerne den ganzen Tag machen. Klingt einfach, hat aber einen großen Effekt.
Es ist super wichtig, damit der Kreislauf in Schwung kommt, damit der Patient die nächsten Tage es immer einfacher hat. Und die Hüften werden heutzutage so gebaut, dass sie sofort mobil sind. Und das Bewegen ist besonders wichtig in der Anfangszeit. Jetzt heißt es aufstehen, auch wenn Elfriede Wagner noch skeptisch ist. So, den Gottes Uwe. Ich nehme dafür Ihre Hüfte, genau, prima. Langsam, wir haben Zeit, gell? Mit Engelsgeduld und sanftem Zureden schafft es die Physiotherapeutin schließlich, Frau Wagner wieder in die Senkrechte zu bringen. Tolles Gefühl. Schön, nach so langer Zeit mal wieder zu sitzen. Ja, aber wirklich. Alex Guschke hat aber noch ehrgeizigere Ziele. Und dann geht es eigentlich fast wie von selbst. Belastung auf das linke Bein. Ich habe jetzt ja gar nicht geholfen, Frau Wagner. Super. Sie stehen, Frau Wagner. Wie ist das? Ein schönes Gefühl. Und ich stehe ja jetzt ohne Schmerz. Ja? Aber geübt bin ich noch nicht. Das muss noch geübt werden. Ich finde, Sie haben es schon klasse gemacht. Danke. Morgen werden wir auf jeden Fall schon die ersten Schritte laufen können. Aber die Ausgangsposition, die wir jetzt schon haben, ist super. Nur einen Tag später. Die Prophezeiung der Physiotherapeutin hat sich bewahrheitet. Und Elfriede Wagner ist wie ausgewechselt. Nur das linke Bein, das bereits früher operierte, ist, wie Ingo Tusk vorhergesagt hatte, nun kürzer als das frisch operierte. Das kann später eine Schuherhöhung ausgleichen. Der Chefarzt im Augenblick auf Visite bei Florian Kog. Herr Kog, Mensch, Sie sitzen ja schon im... Sie sitzen ja schon. Zwei Tage nach Operation, sehr super. Ja, also es war ein bisschen mühsam, ganz schnell zu liegen, deswegen habe ich Ja, stehen Sie mal auf. Gucken wir doch mal. Ja. Mit neuer Hüfte. Fühlt sich auch ganz gut an. Wenn ich die Hüfte strecke, dann habe ich einen leichten Schmerz hier. Ja, gut. Okay. Aber ansonsten also zwei Tage nach Operation ist ein leichter Schmerz erlaubt. Und dann zeigt Florian Kog noch, was er schon alles in der Physiotherapie gelernt hat. Das Laufen am Rollator klappt 1A. Das freut den Chefarzt. Ja, toll. Überrascht ist er aber nicht. Ja, das ist halt schon der Zusammenhang Individualprothese, die natürlich perfekt passt. Und dann der Zugang von vorne, wo wir ja wirklich die Muskulatur komplett in Ruhe lassen und nur durch eine Lücke durchgehen, die, wie ich immer sage, eigentlich davon, von der Natur vorgesehen ist, um dort eine Prothese einzubauen. Das ist einfach das Schöne. Und da sieht man auch, man kann relativ schnell belasten und hat eben auch keine Nachblutung großartig zu erwarten. So soll es sein. Vielen Dank dafür. Ja, nichts zu danken. Die neue Hüfte sitzt perfekt. Ärzte und Patient sind zufrieden. Das ist mal ein Erinnerungsfoto. Und auch Ingo Tusk hat noch etwas für ihn. Das ist die Raspel, also sozusagen das Werkzeug, womit wir den Kanal von dem Knochen aufgemacht haben. Und wir können den ja nicht mehr brauchen, weil der für Sie nur gemacht ist. Und deswegen können Sie den gerne haben als Erinnerung sozusagen an das neue Hüftgelenk. Vielen Dank. Ja. Das ist schon beeindruckend. Ja, erschreckend, was nach dem. Ja. Also, bis morgen. Tschüss. Früher heimgehen ist nicht, aber Florian Kog mit dem Ausgang seiner Erkrankung dennoch glücklich. Gleicher Gang, anderes Zimmer. Peter Probst, kurz vor der OP mit Lebensgefährtin Martina Primisser. Aufgeregt? Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt, aber es hält sich noch in Grenzen. Aber bin auch froh, wenn es dann vorbei ist. Das ist schön. Da müssen alle durch. Der lange Weg vom Zimmer in den OP-Saal im anderen Gebäude. Im OP macht das Team von Dr. Ingo Tusk schon alles für den Patienten bereit. Die Schlitten-OP ist hier Routine. Genauso wie das Anmalen des Knies vor dem ersten Schnitt. Genaueste Vorbereitungen, das ist dem Chirurgen wichtig. Die sterilen Ersatzteile passen perfekt und können problemlos eingesetzt werden. Die Operation ist auch soweit gut gelaufen. Er hatte natürlich eine entzündete Schleimhaut da drin, wie das da reingehört in dem Arthrosegelenk. Und aber es ließ sich alles sehr gut machen. Und jetzt warten wir noch, bis der Zement ausgehärtet ist. Dann kommt noch das Original-Meniskusteil rein. Und dann machen wir eine abschließende Bewegungsprüfung.
Und wenn das alles in Ordnung ist, wird zugenäht und noch ein Röntgenbild gemacht. Auch der 68-jährige Rentner Winfried Lotz hat Arthrose im Knie. Aber seine Lieblingsaktivitäten, wie zum Beispiel Radfahren am Main, aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben, kommt gar nicht in Frage. Ebenso wenig wie ein künstliches Kniegelenk. Aber wird er dann noch Skifahren können, wie hier in den Rocky Mountains? Trotzdem, eine Prothese kann er sich nicht vorstellen. Es ist ein Fremdkörper im eigenen Körper dann. Ich weiß nicht, wie ich auf den reagiere oder er auf mich. Am Montag hat er trotzdem einen Termin bei Herrn Dr. Tusk. Doch noch genießt er sein Wochenende. Ebenso wie der Orthopäde. Ingo Tusk auf dem Weg ins Fußballstadion. Das ist nämlich eine seiner Wochenendaktivitäten. Wir fahren jetzt ins Stadion am Brentano-Bad. Das ist praktisch die Spielstätte des ersten FFC Frankfurt. Heute natürlich gegen FC Bayern München wird ein hartes Spiel. Da spielt die halbe Nationalmannschaft mit. Ingo Tusk ist einer der Mannschaftsärzte der Frankfurter Frauenfußballmannschaft. Natürlich ist die Endoprothetik auch eine große Freude, und aber so diese Mischung aus jungen Sportlern und Sportlerinnen und dann den, sagen wir mal, mittelalten Patienten, die eine Versorgung der Gelenke braucht, ist einfach das, was mir Spaß macht. Und ich sehe das hier, die Betreuung der Leistungssportlerinnen und Sportler, auch als eine Art Hobby an. Also wird auch am Wochenende gearbeitet. Das Stadion füllt sich mit den Fans des Frauenfußballs und der Mannschaftsarzt läuft mit den Sportlerinnen durch den Spielertunnel aufs Feld. Hat man auch nicht alle Tage. Ob die Frankfurterinnen eine Chance haben heute? Das wird ein hart umkämpftes Spiel. Und wo hart gekämpft wird, da geht es auch zur Sache. Da steht Frauenfußball den Herren in nichts nach. Doch lediglich die bayerischen Mannschaftsärzte kommen zum Einsatz. Bei den Frankfurtern bleibt es bei leichten Kratzern und dem Schmerz über das am Ende leider verlorene Spiel. Das war natürlich heute ein Spiel mit viel Einsatz und viel Kampf, das war klar. Unsere können da nur einen Blumentopf gewinnen, wenn sie auch voll reingehen. Das haben sie auch gemacht. Wir haben bisher, soweit ich das überblicken kann, keine schweren Verletzungen, sondern aber halt so die üblichen, sagen wir mal, Belastungsbeschwerden, die einfach daher kommen, dass sie sich eingesetzt haben. Und wir spielen eben kein Halma, sondern Fußball. Also immerhin aus medizinischer Sicht ein positives Fazit des Spiels. Montagmorgen und Winfried Lotz hat seinen Termin bei Herrn Dr. Tusk. Er hat gehört, dass es neuerdings die Möglichkeit gibt, Hyaluron zu spritzen, statt zu operieren. Ob das auch für ihn in Frage kommt? So, strecken und jetzt einmal ganz beugen. Wie weit geht das? Okay, das geht noch ganz gut, da knirscht es ein bisschen. Damit Hyaluron hilft, muss zumindest ein bisschen Knorpel vorhanden sein und die Behandlung kostet. Also man sagt so pro Spritze etwa zwischen 50 und 80 Euro. Das kommt darauf an, wo man es machen lässt, was dann noch für einen Aufwand auch rundherum betrieben wird. Und man braucht zwischen 3 und 5. Also ist keine Kassenleistung? Das ist keine Kassenleistung. Das ist eine sogenannte Igel-Leistung. Deswegen sage ich das den Patienten auch immer ganz ehrlich. Ja, 70% hilft es, 30% hilft es nicht. Und wenn der Knorpel schon ganz abgelaufen ist, dann sage ich eher, dann hilft es eigentlich nur noch dem Hersteller. Also von daher ist das eine Sache, man kann sie probieren. Also bevor man anfängt mit einem künstlichen Gelenk, würde ich das wahrscheinlich allen erstmal empfehlen, sich das vielleicht zu Weihnachten oder wie auch immer zu gönnen, und dann muss man das eben mal ausprobieren. Und wenn es funktioniert, hat man natürlich einen Riesenerfolg.
Ich hoffe, ich kriege sie wieder auf die Piste und ich bin bester Hoffnung, dass wir mit den Spritzen einfach noch mal ein paar Jahre gewinnen. Ja, gehen wir es an. Ja. Ich versuche alles. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Zwei Tage später auf Station. Die Physiotherapeutin macht ihre Runde. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Alexandra Guschke will wissen, wie es Peter Probst geht. Schmerzen waren auszuhalten. Hat ja eine Schmerzpumpe gehabt und Medikamente und hat alles gepasst. Das heutige Ziel, aufstehen, leicht belasten, vielleicht die ersten Schritte. Ein bisschen mehr Stabilität her und erleichtertes Laufen. Mhm. Klappt hervorragend. Ein bisschen Schwellung ist noch ein bisschen. Ah, ja, ja, okay. Kein Schmerz, aufstehen ohne Schmerzen, also das nach dem zweiten Tag, fantastisch. Schon bald kann er in die Reha und dort noch weiter an seiner neuen Beweglichkeit arbeiten. Zwei Wochen später in der Wicker-Klinik in Bad Homburg. Herein, Herr Doppelgräbe. Hallo, Frau Wagner. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Elfriede Wagner ist mittlerweile schon in Reha. Mit dem Laufen klappt es so ganz gut, allerdings nur mit Krücken und einer Schuherhöhung. Aber ihr Arzt, Dr. Grebe, ist zufrieden. Schön flüssig, sehr gut. Ja. Ich finde Frau Wagner jetzt in einem fitten Zustand, ja, so kurz nach dem großen Eingriff. Und macht auf mich jetzt einen sehr guten Eindruck. Nur an die Schuherhöhung muss sie sich gewöhnen. Ja, das ist ein Notbehelf. Doch damit kann sie sogar Sport machen. Nach all den Schmerzen erkämpft sich die 82-Jährige Stück für Stück ihre Mobilität zurück. Überrascht sie selbst, dass sie wieder so fit wird. Meine Familie sagt zu mir, das hätten wir niemals gedacht, dass du jetzt wieder mit uns hier zum Trottwar gehst, einen kleinen Spaziergang machst. Nein, das hätte niemand gedacht nach der Vorgeschichte. Also ein richtiger Erfolg. Ja, ein richtiger Erfolg, ja. Den erhofft sich auch Winfried Lotz mit der Hyaluronbehandlung. Zum fünften Mal ist er heute schon bei Dr. Ingo Tusk, um sich seine Spritze abzuholen. Ob's hilft? Eigentlich fungiert der Knorpel als Gelenkschmiere im Knie. Aber bei Arthrose reibt sich der Knorpel ab und die Abriebteilchen können starke Schmerzen im Knie verursachen. Spritzt man Hyaluronsäure, wirkt das quasi wie Motoröl und stellt die alte Geschmeidigkeit des Knorpels wieder her. Soweit die Theorie. Es kommt aber darauf an, wie viel und in welcher Form Knorpel noch vorhanden ist. Bei jedem Patienten ist die Ausgangslage eine andere. Also von daher gibt es da keine klare Richtlinie, sondern man muss da immer nach dem Patienten schauen und mit dem sprechen und gucken, wie es ihm geht. Und solange es ihm gut geht und solange man ohne Operation zurechtkommt, ist das sicherlich der richtige Weg. Die Beweglichkeit erhalten, schmerzfrei sein ohne OP, das sind seine Hoffnungen. Wenn es so bliebe, wie es jetzt ist, wäre ich also sehr glücklich. Diese Handyvideos schickt er uns kurz nach unserem Dreh. Nahezu beschwerdefrei und froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, kann er endlich wieder die Pisten hinuntersausen. Auch diese Patientin von Dr. Tusk ist sportbegeistert. Eigentlich. Irene Svirjatjasa ist Salesmanagerin und leidenschaftliche Basketballerin. Doch heute kann sie bei dieser Laufveranstaltung nur zugucken. Irenes Kreuzband ist gerissen, die häufigste aller Sportverletzungen. Also heißt es, das Knie schonen. Doch rumsitzen ist nichts für die Basketballerin. Verletzt hat sie sich in einem Spiel für den TV Groß-Gerau, Oberliga. Gerade ist sie am Ball, will die Gegner attackieren, dadurch fährt sie ein Schmerz im Knie. Ich war erstmal die erste halbe Stunde total geschockt. Also ich habe geheult ohne Ende. Ich lag dann auf dem Boden und ich habe im ganzen Körper noch gezittert. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und haben die ganze Prozedur gemacht, dieses erste Marathonlaufen. Erst nach Tagen kommt sie in den Rotkreuz-Kliniken in die Praxis von Dr. Ingo Tusk. Der stellt fest, auch das Innenband ist gerissen. Irene Svirjatjasa will so schnell es geht operiert werden und wieder spielen können. Aber so ein Kreuzband, das dauert. Okay. Also einmal hinlegen. Und wie ist das Gefühl jetzt? Also was
Wie tut sich's? Ja, manchmal tut es ein bisschen weh, aber ich habe halt auch noch nicht dieses Vertrauen. Wie weit geht es mit der Beugung? Bis dahin. Dass das Innenband heilt von alleine in den allermeisten Fällen, das lässt man dann auch so. Und wenn es nicht um Profisportler geht, wo man sagt, also die auch eine riesige Priorität sitzt darauf, dass man möglichst schnell wieder spielt, dann wartet man das ab, lässt das Innenband heilen und operiert dann das Kreuzband. Der Arzt erklärt ihr das weitere Vorgehen. Er operiert erst, wenn das Knie abgeschwollen ist. Für Irene Svyatyaza eine Geduldsprobe. Was heißt das dann jetzt bis zum OP-Termin, also wenn ich mir das jetzt überlege? Diese Schiene bitte, diese 6 Wochen tragen. Die Schiene ist nur für Belastung, also wenn sie laufen oder irgendwie unterwegs sind, so damit dieses Innenband einfach eine Chance hat zu heilen. Durchaus die Schiene ausziehen, sich irgendwie hinsetzen, Streckübungen machen und so weiter, dass die Muskulatur nicht völlig erschlafft. 6 Wochen später. Endlich kann die OP stattfinden. Von weg gibt's erstmal eine angewärmte Decke. Es geht ihr? Gut soweit. Es ist schön warm. Bin schon ein bisschen aufgeregt, aber es ist warm. Aufregung darf sein. Und dann geht's los. Bei einem Kreuzband wird eine Arthroskopie gemacht. Über diesen Monitor sehen wir gleich, wie es im Knie der Patientin aussieht. Die Kamera fährt zunächst an der Kniescheibe vorbei. Hier ist alles okay. Aber dann sieht man die Fetzen des kaputten Kreuzbandes. Genau hier muss das neue befestigt werden. Irene Svyatyaza wird eine Sehne entnommen. Die ersetzt später das Kreuzband. In Position gebracht, sieht sie schön straff und glänzend aus. Also die Operation ist sehr gut verlaufen. Wir haben das sehr gut platzieren können. Nämlich da, wo das vorherige Kreuzband auch war. Und jetzt kommt es dann auf die Patientin an. Jetzt geht es halt darum, letztendlich die Muskulatur aufzutrainieren, die genügende Geduld zu haben. Es dauert einfach bis zu einem halben Jahr, bis man da wieder Leistungssport treiben kann und jetzt mit Fleiß an die Physiotherapie zu gehen. Die Parkklinik in Bad Nauheim. Hier ist Peter Probst nun zur Reha untergebracht. Nicht mal 2 Wochen nach der OP und er läuft schon ohne Krücken. Sogar Cardiotraining geht schon. Täglich arbeitet er hier darauf hin, wieder ganz der Alte zu sein. So, lassen Sie sich Ihren Kaffee gut schmecken, bitte. Vielen schön. Dank. Dankeschön. Schmerzen im Knie, das scheint schon sehr lange her zu sein. Schmerzsituation, ich kenne keinen Schmerz mehr. Die Schmerzen sind weg, einen leichten Druck noch, aber die Schmerzen sind weg. Ob ich jetzt ins Bett gehe oder vom Stuhl aufstehe, keine Schmerzen mehr. Kaum zu glauben, aber nur 4 Tage nach der Operation, Irene Svyatyaza läuft schon wieder. Langsam zwar, aber alles ist besser als dieses Stillsitzen. Dennoch, bis sie beim Basketball wieder vollen Einsatz zeigen kann, das wird noch ein halbes Jahr dauern. Und ich brauche einfach auch noch die Gewissheit, dass mein Knie hält. Ne? Also, dass einfach dieses Vertrauen wieder da ist. Aber ich glaube, Tag für Tag wird es immer besser. Da ist soweit alles da. Ist ein Patient geheilt, warten schon die nächsten. Dr. Tusk und sein Team besprechen jeden Fall einzeln und sehr intensiv. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Qualität ihrer Arbeit immer gleich bleibt und jeder Patient genau die Hilfe bekommt, die er braucht. Das ist Ehrensache für Dr. Tusk und auch eine große Freude. Es ist natürlich so, dass die Orthopädie und gerade die Endoprothetik und die Behandlung von Sportlern was sehr Dankbares hat. Wir sind natürlich, wir retten im weitesten Sinne kein Leben, sondern wir geben Lebensqualität zurück. Und das funktioniert natürlich in der Endoprothetik extrem gut. Da sind die Patienten bei der Hüftendoprothetik fast noch besser als bei den Knien. Das Knie ist ein sehr, sehr großes, dreidimensional aufwendiges Gelenk. Da arbeiten die Patienten meistens länger dran. Und da sage ich auch immer, es ist ein 50-50-Geschäft. Beide, also es muss gut operiert sein, hinterher muss der Patient gut mitarbeiten. Aber die Hüften sind mittlerweile, wir machen das so über einen sehr hüftschonenden, minimalinvasiven Zugang zwischen den Muskeln hindurch. Und die Patienten sind innerhalb kürzester Zeit, laufen die über die Station und sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es lange machen lassen. Und das ist natürlich ein Feedback als Arzt, das hat man ganz selten. Und da wäre es gelogen zu sagen, dass das nicht ein sehr, sehr schöner Beruf ist. Den er hoffentlich, den Patienten zuliebe, noch ganz lange ausüben wird.